Ganz kurzes Vorwort zu dieser Runde Call of Duty Black Ops 2. Ich war Teile dieser Woche war ich bei Paul. Ich glaube, jeder, der meinen Kanal kennt, kennt auch Paul. Die anderen haben sich entweder nicht mehr als ein Video oder zwei angeschaut oder leben hinterm Mond. Ich weiß es nicht. Und ich hatte halt bei Paul spontan Bock, eine Runde Call of Duty Black Ops 2 aufzunehmen, weil Paul hat Black Ops 2, ich nicht. War naheliegend, dass ich es dann bei ihm aufnehmen kann. Und es hat auch Spaß gemacht. Also wenn ihr wollt, dass ich mir dann auch mal irgendwann mal Black Ops 2 kaufe und dann das nochmal Let's Play auf Oldschool-Basis, so dieses Oldschool-Monte-Feeling, was ich auch extrem selber gefühlt habe, als ich es gezockt habe, dann schreibt das doch gerne in die Kommentare. Aber ich möchte mich einmal ganz kurz entschuldigen dafür, dass der Sound nicht allzu geil ist. Paul hat halt nur ein Headset. Ich habe die Einstellungen da ein bisschen verbaselt. Kann ich jetzt nichts mehr dran ändern. Ich wollte die Aufnahme trotzdem schneiden und hochladen. Also, ich habe den Sound noch ein bisschen nachbearbeitet. Also, ich konnte noch ein bisschen retten, was zu retten war, mehr oder minder. Also, verzeiht mir bitte einfach, dass der Sound diese Folge nicht allzu gut ist. Und genießt einfach trotzdem die Folgen in den anderen Aufnahmen. Wird der Sound wieder besser, dann anderen Aufnahmen mache ich zu Hause mit meinem Rode NT1A. Das ist halt ein Riesenunterschied, ob du auf einem Rode-Mikrofon aufnimmst oder auf einem Headset. Na gut, dann will ich euch gar nicht weiter zutexten. Ich wollte nur sagen, tut mir leid, dass der Sound nicht so geil ist wie sonst. Ich hoffe, ihr genießt die Folge. Oldschool Monte Feeling für die, die damals schon dabei waren bei Monte. Bis dahin. Ciao. So, ich würde mal sagen, moin moin meine aktiven COD-Freunde. Ich bin gerade bei Paul unterwegs und ich mache mal ganz kurz das Game hier leiser. Ich habe mal das Game ein bisschen leiser gemacht, damit man mich besser versteht. Ich bin bei Paul, deswegen kann sein, dass die Soundqualität anders ist, als ihr erwartet, also als ihr gewöhnt seid von meinem internen Saar. Und ich habe eben einfach mal beschlossen, eine Runde COD Black Ops 2 zu zocken. Ich habe noch nie selber in meinem Leben BO2 gezockt. Ich habe selber kein BO2. Aber Paul hat es und deswegen zocke ich jetzt bei einer Runde bei Paul BO2. Und ich muss sagen, es hat von Anfang an dieses Oldschool-Monte-Feeling gegeben. Ich habe mir jetzt auch bei dem Gameplay oben eine Monte-Facecam vorstellen können und dann letztes Jahr, keine Ahnung, wie er von seiner Mutter beim Wichsen erwischt wurde, was weiß ich. Gab ja sehr viele Real-Life-Stories von Monte. Verzeiht mir, dass ich extrem lost in diesem Spiel bin, aber ich habe eine Runde vorher gespielt. Überhaupt, dass die Aufnahme fit geht, weil Pauls Rechner ist nicht der krasseste, aber ich glaube, eine BO2-Runde sollte man schaffen. Ist das ein Spinbot oder ist das ein Spinbot? Auf jeden Fall, ich hatte halt gerade Bock, noch eine Runde aufzunehmen. Ja. Ich glaube, wir haben einen Cheater drin. Aber hey, ich bin Dritter mit einem ganzen Kill. Ach, die Runde ist auch scheiße mit dem Cheater. Ich suche uns mal eine neue Runde. So, wir sind jetzt eine Runde auf der Map Hijacked. Ist wahrscheinlich einer der bekanntesten COD-Maps, die es gibt, also. Und ich habe schon mehr Gegner gesehen als in der kompletten letzten Map. Verzeiht mir mal, dass mein Gameplay wahrscheinlich absolut grottenschlecht sein wird für alle, die jemals das Game vorher gespielt haben. Aber Leute, die um 1 Uhr nachts unter der Woche 8 Jahre altes COD schwitzen, sind wahrscheinlich durchaus die Leute, die auch die Schwitzer sind. Nein, doch. Nicht die Leute, die es zum ersten Mal spielen. Ja, legit einfach lost as fuck gerade. Weil ich muss, eine Sache muss ich den auf jeden Fall lassen. Positive KD, cool. Easy. So, jetzt mal eine Runde Slums. Ich hoffe, das wird die letzte. Ich hoffe, ich kann jetzt mal irgendwas Vernünftiges gameplay-technisch machen. Nee. Also vernünftig im Sinne von vernünftig dritte Runde in meinem Leben vernünftig. Slums war glaube ich, die erste Map, die ich jemals in einem Call of Duty gezockt habe. Und man muss dazu sagen, selbst in BO2 wartet man nicht so lange auf eine Lobby wie in BO4. Leute, denken unbedingt dran, folgt mir auf meinem Twitch, auf meinem Instagram und auf meinem Twitter und natürlich abonniert mich und macht die Glocke an, wenn ihr keinen Stuff mehr verpassen wollt. Dann natürlich war fast so lost wie ich. Also ernsthaft, wie kann man in dem Game mehr lost sein als ich? Dabei, ihr könnt mir auch mal also allgemein sehr gerne in die Kommis schreiben, was ihr gerne von mir sehen würdet, was für ein Stuff. Und technisch gesehen ist es ja hier fast schon wieder Random Games anzocken, abgesehen davon, dass Call of Duty jetzt nicht so ein Random Game ist, wie der Stuff, den ich halt immer als Random Game anzocke. Brr. Aber ja. Ist eigentlich klar mit einem Typen, der fast mehr Strikes hat als unser komplettes Team zusammen. Also wenn es euch gefallen hat, wenn ihr mehr alte Call of Duty sehen wollt oder sowas,
Schreibt doch gerne in die Kommentare. Ich habe irgendeinen Scheiß hier gewonnen. Interessiert mich herzlich wenig. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, lasst ein Like da. Wenn ihr mehrere sehen wollt, schreibt es in die Kommentare. Folgt mir auf Twitch, Insta und Twitter. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da. Wenn ihr es noch nicht getan habt, bis dahin. Ciao.